Bei mir, was jetzt meine Gliederung betrifft, wäre ich jetzt an dem Punkt Postproduktion und Social Media. Das würde sich jetzt auch einfach logisch hinten dran anschließen. Wir haben jetzt sozusagen einmal den Film durchdacht und gedreht jetzt und auch geschnitten, sag ich mal, auf diese drei Spuren. Jetzt möchte man einfach noch ein bisschen was am Bild ändern. Oft ist es auch so, dass man ein Bild unbedingt benutzen möchte, aber es ist verwackelt. Oder es ist zu dunkel, hatten wir ja schon. Es ist ein bisschen unscharf oder es ist irgendwie schief. Ja, man hat die Kamera nicht ganz gerade gehalten und das passiert jedem guten Kameramann. Und das ist auch kein Weltuntergang. Also verwackelte Bilder, schiefe Bilder, Bilder mit falschem Weißabgleich. Und trotzdem ist aber die Info wichtig im Schnitt. Und dafür gibt es Programme, die das lösen können. Es gibt, wir haben uns gerade in der Pause drüber unterhalten, es gibt einfache Software, die das inzwischen schon gut beherrscht. Es gibt komplizierte Software, die das auch gut kann und dafür auch richtig viel Geld möchte. Ich möchte hier ganz kurz auf mein Lieblingsprogramm verweisen, das nennt sich DaVinci Resolve. Ist in der kleineren Version kostenlos. Dies ist keine Werbesendung an der Stelle, ganz offen. Ich verdiene hier kein Geld. Aber ich möchte es trotzdem euch ans Herz legen, wenigstens es mal anzuschauen im Internet, vielleicht sogar runterzuladen und zu installieren, um mal reinzuschauen. Und wer es dann noch schafft, einen ganz einfachen Schnitt damit, also irgendein mit Handy gedrehtes Video von Anfang, also Footage reinladen bis Ende, fertige Datei ausspielen, einmal durchschafft, der hat das Programm dann auch verstanden. Ich kann es jedem ans Herz legen, weil es wirklich, wer das einmal gemacht hat, hat da Zugriff auf so viele Möglichkeiten, seinen Film schön zu machen. Eben auch Material zu retten. Also verwackelte Bilder sind kein Problem mehr. Die werden per Klick einfach, es ist irre, was die Software inzwischen kann, also die werden wirklich gerade gerückt. Und das Programm schaut, wo wackelt das Bild hin und drückt es gerade, und ich habe eine smooth Kamera. Ich drehe mir mein Bild gerade, zoome ein bisschen rein, weil ansonsten kriege ich ja sozusagen schwarze Ecken. Ich kann auch noch weiter reinzoomen, wenn ich das möchte, oder eine kleine Zoomfahrt einbauen, um dem Zuschauer zu suggerieren, hey, das ist jetzt echt wichtig, also wenn man in der Post nochmal kurz ein bisschen an das Objekt ranzoomt, das muss gar nicht viel sein, nur 10%. Also von 100 auf 110% gezoomt, vermittelt so einen Eindruck von Spannung und das ist also Wichtigkeit. Genau. Was kann man noch in der Post alles machen? Da gibt es tolle Spielereien und gerade was Social Media betrifft, sind die Zuschauer extrem dankbar, wenn man mit seinem Material ein bisschen spielt und nicht einfach sozusagen direkt aus der Kamera in den Schnitt und fertig, sondern Beispiel, ich möchte kurz etablieren, wo befinde ich mich, weil der Gottesdienst findet in Kirche XY statt. Also zeige ich ganz kurz die Kirche, zeige ich kurz wahrscheinlich von unten. Ne? Wenn man jetzt eine Drohne nicht dabei hat, ist es meistens von unten irgendwo und dann hat man viel Himmel im Bild. Und wenn man jetzt Glück hat, hat man auch ein paar Wolken im Bild. Und ich empfehle, oder das wäre das Naheliegendste, jetzt eine Timelapse zu machen, also auf Deutsch Zeitraffer, heißt also, ich stelle meine Kamera aufs Stativ und schalte auf Record und gehe einen Kaffee trinken. Nehme das Ding 10 Minuten auf. 10 Minuten reichen, damit man die Wolken sieht, 8 Minuten auch, länger muss es nicht sein. Ganz ausgefuchst wäre jetzt natürlich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, muss man aber nicht machen. Wäre noch besser, aber einfach nur das Wolkenziehen. Also das heißt sozusagen, in der Post nehme ich mir dann meinen 10-Minuten-Schnipsel und mache Speed auf 1000% oder vielleicht auch 4000%. Dann ist das Ding wieder ein paar Sekunden nur lang, 10 Sekunden vielleicht. Und man hat eine schöne Bewegung der Wolken dabei. Und das lege ich dann über den Sprechertext, herzlich willkommen hier bei uns in der Lutherkirche in Erfurt zum Gottesdienst zum Beispiel. Dann gehen auch andere Bilder wie eine Schärfenverlagerung von Kerze auf Bibel
zum Beispiel kann man das machen. Oder nur die Kerze mal close gefilmt als Zwischenschnitt für eine, für einen Gottesdienst, wo man jetzt darunter jetzt von also einen Zeitsprung machen möchte. Einfach. Was kann man noch machen? Man könnte Slow-Motion-Bilder von irgendwelchen Wasseraufnahmen, sind manchmal Brunnen in der Nähe, wo Wasser sprudelt, und Wasser und Slow-Motion funktioniert immer sehr gut zusammen. Auch das kann eigentlich jedes Schnittprogramm heutzutage. Dazu muss man darauf achten, dass die Kamera mit mehr als 25 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Also 50 Bilder pro Sekunde werden schon eine Verlangsamung auf die halbe Geschwindigkeit. Und das wirkt auch schon, das macht die Sache spannend. Auch Feuer in Slow Motion sieht immer besser aus als Feuer direkt gefilmt. Also direkt gefilmtes Feuer ist. Slow Motion Feuer ist immer so, da sieht man die Flammen richtig, da sieht man, wie Rauchwolken wegziehen. Kann bei einer rußenden Kerze wunderschön aussehen. Genau. Was hatte ich noch für Beispiele? Ich hatte noch ein bisschen was mir zurechtgelegt. Was auch immer das sein mag. Alles, was ihr findet, ist erlaubt. Alles, was, womit ihr spielt, wo ihr mit der Kamera mal vielleicht auch drüber geht, so über einen Bibeltext, mal mit der Kamera einfach über die Schrift drüber gehen, kann sehr schön aussehen, oder auch über den Altar mal so eine Fahrt machen. Probiert das aus in der Hand. Man kann sowas auch, wie gesagt, wenn es ein bisschen verwackelt ist, eben im Nachgang wieder stabilisieren. Und da ist euch keine, sind euch keine Grenzen gesetzt. Und jetzt zum Social Media Part. Den will ich mal unterteilen in zwei Kategorien. Kategorie 1 ist YouTube und IGTV, Instagram TV. Und der andere Part ist Instagram, Facebook und TikTok. Warum unterteile ich das? Weil YouTube und IGTV im Grunde genommen den klassischen Film weitertragen ins Internet. Also dort kann man klassisch alles, was man so bisher gewohnt ist, einfach dort unterbringen. Man ist auch auf keine Zeiten begrenzt. Man kann noch bis zu Stunden an Material hochladen, also einen völlig abendfüllenden Film quasi. Das wiederum macht überhaupt keinen Sinn bei Instagram oder TikTok. Also dort ist fast schon bei 30 Sekunden, sagen wir mal, gefühlt Schluss. Kann auch länger machen, eine Minute glaube ich, eine Minute ist auch in Ordnung, aber nach 30 Sekunden ist der User bereits gedanklich schon beim nächsten Schnipsel. Deswegen dort ganz kurze Inhalte. Auch trennen sich diese beiden Bereiche deswegen, weil man bei YouTube und IGTV meistens noch das Querbild benutzt und bei TikTok und Instagram und so und Facebook dann hochkant, also das Hochformat. Warum ist es so? Ich weiß es auch nicht genau. Ich persönlich als Kameramann bevorzuge natürlich Querbild. Ich habe das gelernt und auch unsere Augen sind quer und auch die Landschaft ist quer. Das Einzige, warum sich in Social Media hochkant vielleicht etabliert hat, liegt wahrscheinlich daran, dass Menschen hochkant sind und meistens Menschen auch gezeigt werden. Und genau auf diese Inhalte spezialisieren sich auch diese schnelllebigen Medien. Auf Persönlichkeiten und auf Menschen. Und die Spaß haben natürlich. Und irgendwie lustig sind und unterhalten. Und deswegen ist eigentlich sozusagen Instagram, Facebook und TikTok wirklich auf irgendeine Person gemünzt, wer auch immer das sein mag, der irgendwas Lustiges oder irgendwas Informatives zu erzählen hat. Und YouTube und IGTV sind letztendlich überhaupt nicht beschränkt. Da kann man alles reinpacken, was man möchte und erzählen. Natürlich ist es auch immer sinnvoll, nicht den Zuschauer irgendwie jetzt Inhalte zu strecken, sondern Zeit ist heutzutage unser größtes Gut geworden. Das bedeutet, wenn du es kürzer erzählen kannst, das ist eine absolute goldene Grundregel. Wenn du es kürzer machen kannst, dann mach es auch kürzer. Kannst du das Bild weglassen, lass es weg. Erzähl die Geschichte, die du erzählen willst, wirklich in der Zeit, die sie braucht und nicht in der Zeit, wie du sie gerne hättest, sondern du packst, also ein kürzer geschnittener Film kommt immer besser an. Das gilt für alle Medien heutzutage.
würde ich sagen. Aber eben ganz besonders auf Social Media. Jetzt wäre ich eigentlich, was das Social Media betrifft, durch. Möchtest du dazu noch was ergänzen, Carsten? Vielleicht nochmal die Unterscheidung. Bei Instagram gibt es ja Posts und Stories. Ja, genau. Und wie würdest du die voneinander abheben? Also Stories, die nach 24 Stunden wieder weg sind, die auf jeden Fall im Hochformat sind. Bei Posts sagen viele, das Quadrat ist da wichtig. Man kann zwar auch andere Formate, aber in der Timeline wird es dann als Quadrat angezeigt. Und wenn ich etwas machen will, was für mehrere Netzwerke nutzbar sein soll, ist es dann sinnvoll, zum Beispiel auf Instagram das Quadratfoto zu posten und automatisch auf Facebook zu übernehmen? Oder würdest du sagen, dann lieber für jedes Netzwerk sich die Arbeit machen, ein extra Format zu gestalten und das dreimal hochzuladen? Beim Foto ist es ja so, dass man eigentlich das Foto schießt, was man gerne möchte. Und wenn man es jetzt auf mehreren Kanälen teilen möchte, natürlich lässt man einfach ein bisschen mehr Platz und beschneidet es dann, wie man das gerne braucht, eben auf Hochkant oder Querkant, je nachdem, wie man welcher Kanal jetzt dran ist, oder eben auch 1:1, also quadratisch. Das fordert ein bisschen mehr Zeit, aber ihr habt es wahrscheinlich schon bei meinem Vortrag gemerkt, alles an dieser Film- und Videoarbeit fordert immer mehr Zeit und bekommt auch immer das Danke des Zuschauers. Also immer, wenn ihr euch mehr Zeit nehmt für eine Sache, bekommt ihr das sozusagen auch wieder in Form von Aufmerksamkeit zurück. Also es lohnt sich immer, ein bisschen mehr zu gehen als den kürzesten Weg. Also auch an der Stelle, macht das Foto größer und beschneidet es, wie es am besten passt, pro Kanal. Genau das gleiche auch im Video. Also möchtest du es auf YouTube posten, ist es im Hochkantformat nicht so gut. Also filmst du es am besten so etwas weitwinkliger, beschneidest es auf Querkant und hast aber im Blick, dass du es nochmal auf Instagram wahrscheinlich im 1:1 Format beschneidest und dann nochmal hochlädst. Das ist bei uns sogar Standard und inzwischen unterstützen das sogar die Schnittprogramme als speziellen Knopf fürs Ausspielen. Also aus einem Querkant einfach ein 1:1 zu machen. Das bedeutet aber auch, dass wenn jetzt deine Person im goldenen Schnitt sitzt, also ihr seht mich hier in den Bildern, also ich bin jetzt sozusagen hier auf der Seite, ja, dann würde ich im Quadrat angeschnitten sein, also ungefähr hier wäre der Schnitt. So. Das bedeutet, ich muss dann in der Post mich in die Mitte rücken, damit ich wieder ordentlich zu sehen bin. Auch das kostet ein bisschen Zeit, aber lohnt sich, denn im Endeffekt, wenn man den Gesamtaufwand für so eine Filmproduktion berechnet, ist so ein Zurechtschieben auf diese unterschiedlichen Formate wiederum verschwindend. Also das macht man eigentlich im letzten Arbeitsdurchgang nochmal als, nehme ich noch mit. Genau. Ich kenne Leute aus Kirchenkreisen, die sagen, ich habe insgesamt nur eine halbe Stunde pro Woche für Social Media, da wäre dann wahrscheinlich, ich schiebe es nochmal eben zurecht, die gesamte Arbeitszeit. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist ein Grundproblem, glaube ich, dass viele Ehrenamtliche und vor allem auch die bezahlt werden, minimal bezahlt werden und immer mehr Aufgaben bekommen. Und du hast eben den goldenen Schnitt erwähnt. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss überall mehr Luft lassen, heißt das beim Fotografieren, muss ich bewusst eher das Gesicht ins Zentrum setzen, um an allen Seiten Luft zu haben und dann beim Ausspielen erst an den goldenen Schnitt denken. Vielleicht kannst du auch das Wort goldener Schnitt nochmal für Leute erklären, die es nicht kennen. Ja, genau. Also goldener Schnitt bedeutet, damit wir es einmal ganz korrekt erklärt haben, also ich positioniere eine Person nicht in der Mitte, sondern so ein bisschen außerhalb der Mitte, um einen schönen Bildaufbau zu haben und die kurze Strecke, die hier, also die kurze Strecke zur langen Strecke ist genauso groß wie die lange Strecke im Verhältnis zur Gesamtstrecke. Das lässt sich sozusagen auf alle möglichen Bildformate anwenden, also sowohl im Querformat als auch im Hochformat. Und auch jetzt muss man sozusagen abstrahieren können bei der Aufnahme, was möchte ich zum Schluss machen mit dem Material. Also wenn ich jetzt sowohl Querkant als auch Hochkant bedienen möchte, macht es wahrscheinlich am besten Sinn, die Person in die Mitte zu nehmen. Da hat man es dann am Ende am leichtesten, braucht eine sehr hochauflösende Kamera natürlich,
damit das Reinzoomen auch bei guter Qualität weiterhin funktioniert. Aber sonst hat man zu viele Parameter zu bedenken. Also nimmt man einfach das, worum es geht, einfach in die Mitte, klar. Aber die Post ist dann zwingend wichtig. Das, die muss sein. Weiß ich gleich von vornherein, was ich machen möchte, setze ich mir mein Bild einfach so schön ich kann und leuchte das aus und passe das an, dass ich möglichst wenig Aufwand in der Post habe. Im Idealfall sogar keinen. Also es heißt nicht unbedingt, du musst immer Post machen und immer nachbearbeiten, sondern manchmal geht es auch ganz ohne. Wenn man vorher weiß, wo man hin will. Genau. Ich hab ein paar Bilder im Vorher-Nachher-Modus mitgebracht. Genau. Jetzt seht ihr das, was ich mit der Kamera aufgenommen habe. Und ich zeige euch mal das bisher von der Buga, also sozusagen schön lokal. Ich zeige euch mal kurz, was ich mit dem Himmel gemacht habe da draußen. Das war in dem Moment einfach nur, dass ich die hellen Bereiche ins Blaue gezogen habe und alles, was über einen gewissen Weißbereich war, wurde nicht beeinflusst. Deswegen konnte ich sozusagen den Himmel austauschen, ich zeige mal das Original, von bedeckt auf heiter. Ich zeige mal noch mehr, es ist so ein bisschen inspirativ. Das ist eine ganz leichte Sache, hier sind wir im Wald und das Bild wirkt relativ erschlagend erstmal. Also man ist sozusagen, man weiß jetzt nicht genau, was will er denn. Ich sehe hier den Wald vor Bäumen nicht. Und damit das Auge ein bisschen mehr geführt wird, habe ich mir gedacht, ich hell einfach den Bereich in der Mitte auf und lenke den Fokus sozusagen auf diesen Lichtstrahl in der Mitte. Also ich zeige nochmal kurz das Bild vorher. So, jetzt ist man erstmal ein bisschen überfordert. Und hier ist es schon leichter als Zuschauer mitzugehen und in dem Fall ist das hier sogar noch eine Kamerafahrt direkt entlang, also in die Mitte rein. Was haben wir noch? Achso, ja genau. Vorher, nachher. Hier haben wir einfach, dadurch, dass es Gegenlicht ist, wenn man gegen das Licht filmt, ist meistens alles viel zu dunkel, damit nicht zu viel Licht ins Bild fällt, also in die Kamera fällt und das Bild dann ausbrennt. Und man muss dann eben die dunklen Bereiche anheben. Vorher, alles ist viel zu dunkel, weil Gegenlicht. Nachher, man hat schöne Silhouetten von den Bäumen. Hier ist das gleiche auch nochmal. Ja, wir waren in der letzten Zeit ein bisschen im Wald unterwegs. Aber ich finde auch, das passt assoziativ zu euch ganz gut. Und da sind wir am Ende angekommen. Genau.